Guten Tag, Christian Müller-Hergel wieder mit einem Lichtblick heute für Sie. Es sind ja schwierige Zeiten und viele Menschen mit Demenz können nicht mehr an Gruppenangeboten teilnehmen. Also die wichtigsten Stimulationen, Anregungen, Strukturierungen des Tages, die entfallen. Und insofern ist man sehr stark auf 1:1-Anwendungen angewiesen. Dazu heute mal so einen Beitrag mit einer kleinen Ergänzung. Es geht um die Wirkungen von Massagen. Das müssen keine großartigen Geschichten sein. Das können Handmassagen, Fußmassagen sein, aber auch zum Beispiel das Ausbürsten der Haare oder ähnliche Dinge. Und man vermutet, dass das Berühren Oxytocin, also ein Hormon auslöst, das besonders mit Freude, Lust und Zufriedenheit in Verbindung steht. Ja, und dadurch wird eine ganze Reihe von sensorischen, psychologischen, neurologischen Prozessen ausgelöst, die mit Entspannung zusammenhängen, mit Stressreduktion, mit Freude und damit auch letztlich ein besseres Verhalten begünstigen. Es gibt eine ganze Reihe Studien dazu, die Sie dann nochmal nachlesen können. 11 Studien, wo es darum geht, um Aroma-Anwendungen, Akupressur, Hand- und Fußmassagen, Rücken- und Ganzkörpermassagen. All diese Möglichkeiten gibt es. Und die Beobachtung ist, dass schon insgesamt Agitiertheit und Depressivität zurückgehen. Ne? Das sind ja so die beiden Dinge, die auch am meisten zu schaffen machen. Dieser totale Rückzug bis in Richtung Apathie oder eben ein sehr agitiertes, unruhiges, auffälliges Verhalten. Es wirkt sich aber nicht so sehr auf die Funktionalität, also auf Anziehen, Essen, Mobilität, darauf wirkt es sich nicht aus, aber auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Auch Kognitionen werden dadurch nicht verbessert. Aber das ist ja wie bei all diesen gesamten nicht pharmakologischen Interventionen. Ja, sie wirken eher auf die Befindlichkeiten und das Wohlbefinden ein, weniger auf die harten Funktionen oder auf die Kognition. Ja, in der Regel sind die Wirkungen eher kurzfristiger Natur. Das heißt, während der Massage und kurz danach geht es den Leuten besser, sind sie entspannter, sind sie präsenter. Es gibt auch Beobachtungen zur Langzeitwirkung, wenn man solche Massagen tagtäglich in kleinen Dosen immer wieder durchführt. Da gibt es aber unterschiedliche Ergebnisse. Also ich würde immer empfehlen, sich mit kleinen, kurzfristigen Wirkungen zufrieden zu geben. Das ist bei den meisten Interventionen das meiste, was man so erreichen kann. Ja, die körperlichen Berührungen, die sind dabei entscheidend. Ja? Und über die körperliche Berührung transportiert sich Entspannung, Beruhigung, auch der Hautkontakt scheint eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Der löst sehr tiefe anthropologische Basisprozesse aus, die mit Akzeptanz, Wohlwollen, Geborgenheit, Verbundenheit zu tun haben. Ja, so dass ein Mensch also ein Stück weit wie in etwas anderes eintaucht, ne? So aus dem gegenwärtigen Kontext eher verschwindet und in diese andere Atmosphäre eintauchen kann. Wichtig ist aber dabei, dass die anwendende Person selber ein Stück weit ruhig und entspannt sein muss, sonst funktioniert das nicht so gut. Ein verwandtes Konzept ist das amerikanische Namaste-Programm. Namaste heißt ja so viel wie ich ehre dich oder ich verneige mich. Aber gemeint ist damit ein Programm, das ursprünglich für Patienten entwickelt wurde, die an Demenz leiden und im Sterben liegen. Aber etwas erweitert eigentlich für alle Menschen, die an sehr fortgeschrittener Demenz leiden. Und die Vorstellung ist, dass diese Menschen in der Regel 10 als Gruppe morgens so zusammenkommen, so im Kreis zueinander zu liegen kommen und so 2, 3 Personen, Mitarbeiter in der Regel, kleine gezielte Interventionen über einen gewissen Zeitraum anwenden. Und diese Interventionen, die sind körperlich, sensorisch und sehr stark emotional bezogen. Also da werden auch Erinnerungen wachgerufen. Aber alles ist verbunden mit Berührung.
Ja, und das soll die Isolation verhindern, eine gemeinsame gute Zeit, Zuwendung vermitteln. Ja, und diese sensorischen, körperbezogenen Möglichkeiten, die stehen im Vordergrund. Was kann das sein? Das können Hand- oder Fußmassagen sein, oft in Zusammenhang mit Ölen oder Cremen. Ne? Da können Vogelstimmen im Hintergrund laufen, es kann ein bisschen Musik sein, man kann mit Erinnerungen arbeiten, man hat vielleicht Stofftiere oder schöne Materialien, die man so in die Hand nimmt und zusammen fühlt. Und die Menschen sollen in diesem Raum eine gute Zeit verbringen. Und die Vorstellung ist, dass wenn dem einen etwas Interessantes widerfährt, dass auch die Aufmerksamkeit der anderen ein Stück weit weckt. Aber man kann dies natürlich genauso gut auch in einer 1:1-Situation im Zimmer der Person durchführen. Die Resultate sind in der Regel, dass das Verhalten etwas ruhiger wird, dass die Menschen entspannter sind und sie wacher, also aufmerksamer, gerichteter sind. Idealerweise sollte das an 7 Tagen, also in der gesamten Woche, durchgeführt werden und die Vorstellung ist über 4 Stunden. Na gut, das ist schon eine ganze Menge Zeug, nicht? Das können auch 2x2 Stunden sein. Und die Vorstellung ist nicht, dass das so ein besonderes Personal macht, sondern dass das eigentlich die Pflegenden selber tun. Also, dass man die Menschen, die besonders schwer von Demenz betroffen sind, in einen Raum nimmt und ihnen dort diese Art von Zuwendung zukommen lässt. Das ist so ein bisschen verwandt mit dem Oase-Konzept, das ja wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt sein wird. Neuropsychologisch ist das eigentlich ganz gut zu begründen. Es sind die beiden Hauptdinge, die eigentlich für die Entwicklung für unsere Psyche entscheidend sind, nämlich auf der einen Seite Sicherheit, ja, durch Zuwendung, also ein sicherer Raum, eine sichere Beziehung und auf der anderen Seite Neugierde. Ne? Also eine interessante sensorische Erfahrung machen. Und wenn man dann in diesem Raum ist und diese Zuwendung bekommt, das scheint für die Menschen eine besondere Qualität zu haben, die auch dazu führt, dass sie anschließend irgendwie gefasster sind, ruhiger sind, mehr zu sich kommen. Und es scheint auch den Pflegenden sehr gut zu tun, weil sie das Gefühl haben, etwas machen zu können, das wirklich der Mitte ihres Auftrages entspricht. Ja, soweit mal meine Ausführungen zu Namaste. Sie finden auf dem Beschrieb, der ja immer damit einhergeht, einen Verweis auf die Quelle. Das ist St. Christopher's in London, die das mal so zusammengefasst haben, das berühmte Hospiz dort. Da können Sie noch mal so ein bisschen nachlesen, wie das funktioniert. Alles Gute Ihnen, auch in diesen schweren Zeiten, ist vielleicht diese Form der Zuwendung etwas, das Sie auch bei der weitgehenden Isolation im Heim den Menschen zukommen lassen können. Alles Gute.